Schönauer Heide ist, ja, wie so viele Gegenden hier, ein ehemaliger Truppenübungsplatz, der dann als Naturschutzgebiet umfunktioniert worden ist nach der Wende. Wir befinden uns hier am Ort des Landschaftsfotografie-Workshops. Der für meine Begriffe alle Elemente bietet, um ja einfach ein paar Sachen durchzuprobieren, die in der Landschaftsfotografie eine Rolle spielen. Und darum soll es ja gehen. Es ist, wie gesagt, gerade mal eine halbe Stunde von Berlin entfernt, wenn wenig Verkehr ist. Und hier kann man sich austoben, wenn man so will. Was man hier ganz schön sehen kann, was mich jetzt gerade ermutigt, doch hier noch ein bisschen zu bleiben, das ist, dass am südwestlichen Horizont die Wolken aufreißen. Man sieht da tatsächlich den berühmten Silberstreifen. Dass da die Wolken weniger werden bzw. dünner werden. Dünn sind sie sowieso jetzt schon. Und ja, den Wetterbericht, den ich vorher gecheckt habe, der hat ja mir mitgeteilt, dass das auch gerade zufällig die Windrichtung ist, Südwesten. Mit anderen Worten, das, was ich jetzt hier hinten sehe, das kommt auf mich zu. Von daher bin ich ganz guter Dinge, dass die Sonne doch noch mal rauskommt durch die Wolkenlücken. Und das sind tatsächlich ganz spannende und vor allen Dingen sehr unter Umständen oder potenziell sehr eindrucksvolle Lichtsituationen, die dann entstehen. Also mit dem Licht komme ich hin. Die Kamera ist aufgebaut. Kleines Stativ heute nur, wie gesagt, reicht hoffentlich. Der Wind ist ein bisschen eingeschlafen. Ist kein ganz so einfacher Schuss, weil ich eigentlich gerne sowohl da vorne die Heide als auch logischerweise den Hintergrund, diese Birke da und auch die Birken da rechts hinten ja, scharf haben würde, gerne. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich bei Blende 16 gelandet. Vielleicht gehe ich nachher sogar auf Blende 22. Mit Focus Stacking habe ich es ehrlich gesagt nicht so schon mal gemacht, auch ausprobiert. Aber keine Ahnung, für meine Begriffe sieht man es oft doch. Also ich habe jetzt hier auf diese Gräser, die so, naja, ungefähr in der Mitte sind, fokussiert und mal ein paar Testaufnahmen gemacht. Der Hintergrund wird auf die Art und Weise schön scharf, das reicht. Vorne geht es gerade so, aber ich denke mir, das ist okay. Ja, das nenne ich mal Glück. Das Licht bzw. die Sonne ist tatsächlich noch mal rausgekommen. Und scheint direkt da hinten auf diese Baumgruppe. Was natürlich super ist von der Lichtdramaturgie. Ja, das ist natürlich sehr schön. Schade, dass der
die Birke da nicht mehr so ein bisschen, also die große, nicht mehr abkriegt, aber die Spitze kriegt ja noch was. Ein paar Wolken sind jetzt gerade auch da. Aber hier da rechts dieses Gras, was noch die Spitzen kriegt, das ist natürlich spitzenmäßig. Geht jetzt wahrscheinlich noch ganz schnell wieder weg. War sehr schöne Stimmung. Führt das Licht wirklich so von links nach rechts durchs Bild. Ja, Leute, was für ein Licht. Das sind so Momente, die begeistern. Schaut euch das an. Ich glaube, jetzt schon sogar in dem Video findet man Motive ohne Ende, die sich hier lohnen. Jetzt kriege ich ja noch einen Sonnenblick. Seht ihr das? Ich habe auch sogar noch einen Regenbogen. Ist ja schon fast lächerlich kitschig. Ja, das hätte man natürlich wissen müssen. Woher aber mit dem Regenbogen? Unglaublich. Der Abend wird wirklich immer besser. Ja, das ist natürlich auch Glück irgendwie, aber es ist ein Stück weit kalkuliertes Glück. Wie ihr seht, ist das da so ein Gebüsch, was, oder die paar Bäume, die sind so löchrig, dass es hier diese Lichtstreifen gibt. Und die machen mir jetzt gerade so einen Spot auf den Heidebusch, den ich hier im Vordergrund habe. Das ist natürlich super. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, okay, das war geplant, weil sowas so genau zu planen geht nicht wirklich. Also da müsste man schon, naja, ich glaube eigentlich, dass das nicht möglich ist. Aber man kann immerhin, naja, so eine Ahnung dafür kriegen, dass das klappen könnte. Ich habe sowas auch schon oft probiert und es klappt, hat nicht geklappt, aber heute hat es mal geklappt, wie ihr seht. Und das ist natürlich super. Also jetzt hier mit diesem Lichtfleck im Vordergrund, bei dem schon ein bisschen dunkler werdenden Hintergrund. Jetzt verschwindet die Sonne hier. Ich glaube, das war's für heute. Dann kommt eher noch mal ein Regenband. Aber wie gesagt, ich warte das jetzt trotz allem noch mal ab, weil der Himmel jetzt tatsächlich, wie ihr seht, schön schattiert ist. Und ich habe auch schon mehr als einmal den Fehler gemacht, abzubauen, loszugehen und dann gerade am Parkplatz am Auto anzukommen und der Himmel glüht. Und man ärgert sich, dass man nicht einfach noch die halbe Stunde dran gehängt hat. Das will ich heute jetzt mal nicht machen. Und ich warte es jetzt einfach ab. Ich glaube jetzt zwar, dass ich mein Glückskonto für heute gut ausgeschöpft habe, aber wer weiß, ob da jetzt noch was passiert mit irgendeinem Licht, was durchkommt von oben, also auf die hohen Wolken. Das glaube ich jetzt auch nicht mehr. Dafür ist jetzt doch schon zu spät. Aber das war ein absolut erfolgreicher, befriedigender Fototag hier in der Schönauer Heide. Ich glaube, einen besseren Tag, um hier dieses, ja, wenn ich das mal so sagen darf, Promotion-Video dafür zu drehen, konnte ich mir gar nicht aussuchen. Das war ja wie bestellt. Ich hoffe, dass das tatsächlich irgendwie euch spannend, euch, ja, wie sagt man,
ja, dass ihr gespannt drauf seid, wie das so ist, wenn man hier vielleicht wirklich selbst steht und das zu erleben. Klar, kann natürlich auch im Regen sein, aber auch das ist sehr spannend. Ich habe hier auch im Schnee fotografiert. Wenn ihr bei mir auf Flickr guckt und ein bisschen nach hinten geht, ist leider ganz schlecht sortiert, ich gebe es zu. Dann werdet ihr die Schönauer Heide auch mal im Schnee sehen oder im Schnee treiben. Das war sehr kalt, aber absolut lohnend und schön. Also heute Sommerabend, aber ja, jetzt im kommenden Herbst wird es wahrscheinlich auch sehr schön werden. Der Herbst wird früh kommen dieses Jahr bei der Trockenheit, aber ich würde mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen der Zuschauer sehen würde. Danke.